Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem lang ersehnten Video hier bei eHajo. Ich habe es im Stream ja schon mal kurz gezeigt. Wir streamen ja immer mittwochs auf Twitch. Wer da noch nicht dabei ist, gern reinschauen. Und ich habe jetzt echt mich lang zurückhalten müssen, weil ich einfach noch keine Zeit hatte. Und ich wollte es komplett mit euch auspacken, in Betrieb nehmen, gucken, was das Ding ist. Was ist es? Ja, es ist Starlink. Es ist das Satelliteninternet von SpaceX, von Elon Musk, also da das Ganze drumherum. Mit ultimativ schnell und mit ultimativ toll. Warum habe ich das geholt? Weil es gerade im Angebot ist. Also das, dieses Satellitenteil, was ich da gerade habe, kostet glaube ich 225 € oder sowas. Kann man mal investieren. Kostet auch eine gute Fritzbox, von dem her dachte ich mir, ja, hole ich es mir mal. Allein weil mir die Technik schon interessiert. Also wenn es da nichts funktioniert, dann ist es halt auch so. Aber mich interessiert einfach schon mal die Technik dahinter. Punkt 2, wir sind im Sommer relativ lang im Hexenhaus. Und im Hexenhaus habe ich entweder Internet über Telefon, da habe ich 3 Mbit. Oder Internet über LTE, da habe ich dann 50 Mbit. Und am Abend, wenn ich es brauche, weil alle drauf sind, habe ich dann halt nicht 50 Mbit, sondern eher 2 Mbit. Deswegen völlig unbrauchbar da unten. Matthias war zum Glück, hat uns zum Glück schon mal besucht im Hexenhaus. Die haben auch Starlink, Matthias und Caro. Und die haben irgendwie 200 Mbit oder was gehabt da unten. Volle genial, richtig genial. Deswegen habe ich es mir jetzt geholt. Kosten 50er im Monat aktuell. Kann man monatlich kündigen. Das heißt, wenn wir unten sind im Hexenhaus, dann buche ich das einfach für einen Monat und wenn wir wieder hochfahren, kündige ich es wieder. Sache erledigt. Ich packe es jetzt mit euch aus und danach fahren wir in den Berg, in Schnee, in die wunderschöne Landschaft, schauen uns dort an, wie es funktioniert, denn in Oberaudorf bei eHajo kann ich es nicht testen, denn ihr seht es selber. Es sind zu viele Hindernisse im Weg. Das Ding muss nämlich ungefähr nach Norden gucken. Es richtet sich dann zwar automatisch ein auf die Satelliten, aber es muss circa Richtung Norden schauen und da habe ich halt einen Baum davor oder ein Haus. Oder ein Haus und ein Baum. Naja, zu viel gelabert, wir packen es aus. Ich bin total neugierig. Ich habe es wirklich, es ist doch komplett original zu. Ich habe es nicht mal ansatzweise. Oh. Jetzt ist mein Messer kaputt gegangen. Ihr dürft es sogar vor mir sehen. Und was seht ihr? Wie Sie sehen? Sie sehen nichts. Dann schauen wir mal rein, was alles drin ist, oder? Es ist ein Karton drin. Dann kommt der, boah, das ist massiv, der Standfuß, an den wird das dann zu einem Boden hingestellt. Ist echt massiv. Und dann kommt auch schon, schaut ganz schön abgeranzt aus jetzt schon, dann kommt schon der sogenannte Dishi. Schnellstartanleitung. Es ist ein Stromadapter-Heini dabei. Also einmal hier Strom rein, einmal das Kabel rein. Schwer massiv, das glaube ich macht auch WLAN das Teil. Dann sind Aufkleber dabei, ganz wichtig. Oh, mit Muzikatzis. Oh, da sitzen Muzikatzis drauf auf der Satellitenschüssel. Oh, ist das süß. Oh, ich behalte das auf jeden Fall. Stromkabel, natürlich alles mit wasserdicht und so weiter, damit man das eben draußen betreiben kann. Tatsächlich auch den richtigen EU-Anschluss, keinen amerikanischen Anschluss. Und enorm viel Kabel. Also wirklich enorm viel Kabel für das Ganze. Dann gehen wir mal gleich auf den Stecker selber ein. Das ist nämlich ein Mikro-HDMI oder wie der heißt. Die haben da nicht irgendwie einen Netzwerkstecker oder so verwendet, sondern einen Mikro-HDMI. Stecker, auch interessant. Habe jetzt so in einer anderen Anwendung noch nie gesehen. Der kommt dann entsprechend hier unten rein, in diesen Steckplatz. Hier kommt Strom rein. Was ich jetzt noch dazu bestellt habe, weil ich das einfach haben wollte, weil das Ding macht ja WLAN, ich habe jetzt noch einen Netzwerkadapter dazu bestellt. Der kommt dazwischen rein. Also der kommt dann quasi hier, kommt Dishi angesteckt, hier geht es weiter zum Router und dann hat man hier halt noch zusätzlich eine Netzwerkbuchse. Dann packen wir das ganze Zeug mal ein. Ich habe die Bluetti dabei. Wir fahren mit dem Auto mal in die Berge und dann testen wir das.
So, mitten in den wunderschönen Bergen. Ich stelle jetzt den Tisch hier einfach mal hier irgendwo ganz lieblos hin. Norden ist jetzt ungefähr da, wo er hinguckt. Was man so genau hergeht. Der richtet sich gleich automatisch auf die Satelliten aus, wenn wir ihn einstecken. Schauen wir mal, ob er es wirklich macht. Ich lasse mal die Dashcam auf den hier laufen. Dann können wir da ein bisschen beobachten, was da passiert. Absolute Erstinbetriebnahme. Ich habe meine Bluette hier. Bin mal neugierig, ob das funktioniert. Zur Info, das Teil braucht irgendwie bis zu 70 Watt. Also das ist gar nicht mal so wenig, was das Ding benötigt. Also von dem her, ja, jetzt stecken wir gleich mal den Netzwerkadapter mit dazwischen rein. So rum. Zack. Und das da rein. Alles so konstruiert, dass man es auch wirklich nur richtig einstecken kann im Prinzip. Was bei dem Mini-HDMI-Stecker auch echt... Ach, man muss hier den Schutzkontakt runter machen. Was bei dem Micro-HDMI ja echt ganz schön eine Herausforderung wäre sonst. So, jetzt ist der Schutzkontakt aber drunter. Jetzt könntest du da aber schon eigentlich... Jetzt, so. Das eingesteckt. Dann haben wir hier dieses Hightech-Teil. Ich habe eine Bluette dabei, also diese Powerstation. Die hat 230 Volt praktisch. Achso, das ist einmal, okay. 230 Volt, wir geben dem Ganzen noch Saft mit dem Butterfly-Stecker. Zack, alles so konstruiert, dass die Kabel hinten schön rauslaufen können. Gefällt mir schon mal dezent gut. Das hat auch eine Anti-Rutschmatte, das heißt, das steht alles schräg und kugelt gerade nicht runter. Draußen die Dashcam läuft mit, das heißt, wir sehen jetzt gleich, wenn sich Tischi ausrichten sollte oder so weiter. Ich habe auch schon die App hier am Start. Ich werde jetzt noch ganz schnell den Himmel scannen, ob wir hier auch guten Empfang haben. Und dann geht's hier gleich Power drauf und legen wir los. Also, wie ihr seht, die Verbindung ist super. Jetzt muss ich Starlink und den Router verbinden, steht da. Mein Starlink wird mit Strom versorgt. Wir schalten hier den Strom ein. Wir sehen auch hier dann gleich, wie viel Strom das ganze Ding braucht. 6 Watt braucht er schon mal, 7 Watt. Finde ich gerade total praktisch, dass wir den Stromverbrauch gleich direkt sehen. Mit Starlink WLAN verbinden. Jetzt müssen wir hier erstmal mit dem Starlink WLAN verbinden. Ich hätte hier gerne schon noch die Anzeige, wie viel Watt du brauchst. Danke. So, nun richtet er sich aus. Treten wenig rum, macht und tut und überhaupt. Starlink wurde erfolgreich verbunden. Ihr Handy ist nur mit Starlink verbunden. Der Router ist nicht konfiguriert. Jetzt müssen wir uns erstmal hier durchschauen. Mit Starlink verbinden. Verbindung erfolgreich. Tischi hat sich jetzt auch ausgerichtet. Softwareaktualisierung. Es gibt jetzt eine Softwareaktualisierung. Das machen wir jetzt mal nicht. Netzwerk ein Gerät. Wir gucken mal. Also er lädt automatisch die Firmware herunter. Er ist auch schon online, er lädt die Firmware schon direkt herunter. Und wir haben jetzt hier unten zum Beispiel Statistik. Was haben wir da drin? Kein Signal empfangen, Netzwerkproblem, Latenz. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Das Spannendste, was ich jetzt überhaupt hier habe, ich bin ja hier mitten im Berg, weil zu Hause kann ich es nicht nutzen. Und jetzt dachte man mal, jetzt probiere ich es mal hier oben, weil eigentlich ist es ja auf eine gewisse Location gelockt. Also ich habe das ja für Ehio, für die Adresse von Ehio angegeben. Und bestellt und theoretisch müsste er jetzt dann irgendwie jammern oder so und sagen, oh, du bist nicht da, wo eigentlich sein solltest. Das schauen wir uns jetzt aber dann mal an. Also noch jammert er nichts. Und wir testen das Ganze jetzt mal. Da steht jetzt auch, wurde gerade eingeschaltet. Netzwerkleistung sollte sich nach 15 Minuten stabilisieren. Schauen wir mal, ob Tischi noch nachregelt. Die Dashcam guckt eh drauf. Netzwerkstatistik aktualisiert jetzt gerade mal die Firmware. Das Ganze warten wir jetzt mal ab. Dann machen wir mal einen Geschwindigkeitstest. Und schau mal, was da passiert. Jetzt hat er gerade mehrere Updates runtergeladen. Er hat immer noch einen Stromverbrauch von um die 30 Watt. Also wer das Ding verwenden will, 25, 26, 24, also sagen wir mal 30, 39, 44. Ich schätze jetzt mal, wenn ich so beobachte, im Schnitt 40 bis 50 Watt wird er brauchen. Bedeutet, der richtet sich immer aus und so weiter. Er hat auch eine Möglichkeit, Schnee zu schmelzen und so, dann braucht er natürlich mehr. Aber wenn es zum Beispiel im Wohnmobil unterwegs seid, braucht es ungefähr 40, 50 Watt, würde ich mal schätzen im Schnitt. Könnt es einplanen, wenn es auf Akkus arbeitet oder so weiter. Man kann hier total schön eine Störungskarte angucken. Ich zeige das jetzt mal alles hier, weil Bildschirmaufnahme ist immer so ein bisschen schwierig. Also man sieht hier die Satelliten. Und wo er Störungen hätte, in dem Fall alles freie Sicht.
weit und breit keine Störungen. Man kann einen Geschwindigkeitstest durchführen, den werden wir jetzt mal gleich machen. Also Upload ermittelt er gerade. Wir haben eine Downloadrate von 176 Mbit hier mitten in den Bergen. Wir haben eine Uploadrate von 17,2 Mbit und wir haben 37 Millisekunden Latenz. Klar, zum mega krass Zocken und so weiter ist es vielleicht eher nicht so geeignet, aber 37 Millisekunden, ich habe gerade eine WhatsApp-Telefonie probiert, es geht absolut, absolut einwandfrei. Kein Ruckeln, keine Latenz spürbar, kein gar nichts. Also echt richtig gut. Das Ganze jetzt am Laptop. Ich habe den jetzt mit dem Netzwerkadapter dran gehängt. Er hat sofort eine IP-Adresse gekriegt. Er läuft sofort. Und ich kann auch jetzt hier direkt einen Speedtest starten, was ich jetzt auch mal mache. Einfach irgendeinen beliebigen Speedtest habe ich jetzt hergenommen. Er sagt auch hier SpaceX, Starlink. Ich habe eine IP-Adresse. Ich bin hier im Servercamp Berlin. Wir haben eine Downloadrate von 118 Mbit. Und eine Uploadrate von 6,5. Nur so mal als Vergleich für euch. Ping 24 Millisekunden, deutlich besser wie vorhin. Vorhin hat man, glaube ich, 37 oder sowas. Es ist auf jeden Fall hier mitten am Berg. Ich stehe hier einfach am Parkplatz, am Wanderparkplatz. Es ist echt enorm, wie gut es funktioniert. Es funktioniert mit WLAN, es funktioniert mit Netzwerk. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Also es funktioniert auf jeden Fall besser als das, was ich gerade im Hexenhaus habe. Von dem her, ich bin absolut begeistert. Die 50 Euro, ich zahle aktuell, glaube ich, auch 30 Euro für dieses komische Handy-Internet da unten im Hexenhaus und es funktioniert de facto nie. Ich freue mich, wenn wir wieder im Hexenhaus sind, weil da kann ich es ausgiebig testen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier, obwohl ich nicht an meiner Adresse bin, keine Probleme, dass er mich irgendwie einschränkt oder sonstiges. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare nur reinschreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Starlink oder so weiter. Ansonsten, wenn ihr was testen soll oder so, fragt es einfach mal. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ihr habt jetzt einen Überblick. Es ist eigentlich eine geile Hardware. Ein Ding muss ich euch noch zeigen, das haben wir nämlich vorher gerade kurz entdeckt. Und zwar, ich muss das Ding ja wieder einpacken und es gibt da Einstellungen und da kann man den Starlink kann man was einstellen. Also man kann da quasi irgendwelche Dinge einstellen, bla bla bla. Und da unten gibt es einen Schieberegler, Starlink verstauen. Das schiebe ich jetzt mal rüber und jetzt fährt er quasi in die Einpackposition hin. Jetzt steht auch hier Starlink verstaut. Tippen Sie hier. Zack, er fährt auf Grundposition, er richtet sich aus und schon sind wir wieder suchen. Satelliten gefunden, offline, online und in dem Moment auch am Laptop die Homepage aktualisiert. Also ich finde es enorm, wie genial einfach und schnell das Ganze funktioniert. Also ich meine, man stellt das Ding hin und hat quasi 2 Minuten drauf Internet. Für 50 Euro im Monat entscheidet ihr, ob es euch das wert ist. Mir fürs Hexenhaus definitiv. Dann vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut ein paar Kommentare raus und bis zum nächsten Video. Ciao.